Hallo und willkommen zu einer neuen Buchrezension. Und zwar soll es heute um ein Buch gehen, was ich tatsächlich auf BookTube noch nirgendwo gesehen habe und ich euch sehr ans Herz legen kann. Vom BTB Verlag habe ich dieses Schmuckstück zugeschickt bekommen, und zwar von Mitch Raymond, Die Liebenden vom Ende der Welt. Und ihr könnt es vielleicht schon erahnen, das ist die Antarktis, da sind Pinguine, da ist ein Schiff. Warum könnte mich dieses Buch vielleicht angesprochen haben? Es ist ziemlich offensichtlich, würde ich sagen. Nach meiner Antarktisreise und auch vorher schon habe ich mich natürlich sehr für die Antarktis interessiert und möchte noch mehr darüber lesen. Und dieses ist jetzt ein Roman und kein Tatsachenbericht, aber es spielt in der Antarktis. Und kommen wir erstmal zu den harten Fakten. Das Buch hat 348 Seiten, kostet 11 Euro als Taschenbuch und ist aus dem Englischen übersetzt von Astrid Finke. Und ich versuche das zukünftig mal zu vermerken, wer das übersetzt hat. Denn das finde ich auch, ist ja sehr, sehr wichtig, so ein Buch, was nicht in Deutsch geschrieben ist, auch gut zu übersetzen. Also, wie gesagt, Astrid Finke. Vielleicht tauchen manche Leute dann öfter mal auf und ich bekomme ein bisschen Gefühl dazu, dafür, wer sowas übersetzt. Das Buch ist aus 2016, Ende 2018 in Deutschland erschienen. Und das ist das Erstlingswerk der Autorin. Sie hat vorher eher so Sachbücher zum Thema kreatives Schreiben geschrieben. Und auf Englisch heißt es My Last Continent. Und ich finde, das passt auch. Wobei vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil Die Liebenden vom Ende der Welt und auch der Text hier hinten, den lese ich euch gleich mal vor, der verspricht mehr Liebesroman, als es eigentlich ist. Und letztendlich fand ich das aber auch ganz gut so. Also hier steht: Zwei Menschen fliehen ans Ende der Welt. Nur hier, am Ende der Welt, zwischen schroffen Gletscherklippen und eisigen Gewässern, fühlt sich Deborah wirklich zu Hause. Nur in den paar Wochen im Jahr, in denen es das feindselige Klima der Antarktis zulässt, dass sie den Lebensraum der Pinguine erforschen kann, auf einer entlegenen Forschungsstation, abgekapselt vom Rest der Welt, hier trifft Deborah auf Keller Sullivan, einen Abenteurer und Aussteiger, und die Mauer, die sie um sich gebaut hat, bekommt langsam Risse. Klingt jetzt so, als würde es die ganze Zeit auf einer Forschungsstation spielen, und dann lernt sie den Typen da kennen und dann entpuppt sich eine Liebesgeschichte und Pinguine sind auch mit im Spiel. Aber so ist es gar nicht. Es ist viel, viel mehr und viel, viel besser. Und ich muss noch dazu sagen, dass mir das englische Cover, das blende ich euch mal hier ein und halte das mal hoch, nicht so gut gefällt wie das deutsche. Ich finde das deutsche Cover viel, viel schöner, weil es auch nicht so kitschig aussieht. Ich finde das englische Cover relativ, ja, nicht sagen. Das hätte mich im Laden überhaupt nicht angesprochen. Da wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass es um die Antarktis geht. Bei dem schon viel eher. Also ja, so viel mal zum Thema Cover. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welches Cover euch besser gefällt. Das deutsche. Da ist es. Oder das Original. Ja, also wie eben schon gesagt, die Liebesgeschichte zwischen Deborah und Keller ist schon Hauptbestandteil. Das ist schon ein wichtiger Punkt, aber nicht nur. Es ist so viel mehr drumherum, was passiert, was spannend auch ist und nicht nur liebesschnulzig. Also das ist es eben gar nicht. Und ja, wie fange ich an? Das Buch beginnt damit, dass es uns verrät, dass es ein Schiffsunglück vor einigen Jahren in der Antarktis gab, bei dem über 700 Menschen verunglückt gestorben sind. Und Deborah erzählt das so. Sie arbeitet gerade auf einem Antarktisschiff und berichtet eben mehr oder weniger in der Rückschau von diesem Unglück kurz. Und dann springt es in der Zeit eine Woche vor dem Unglück. Und wir arbeiten uns so nach und nach an dieses Unglück heran. Es ist immer alles aus Deborahs Sicht geschrieben. Und zwischen diesen Passagen, eine Woche vor dem Unglück, 5 Tage vor dem Unglück, später dann 2 Stunden vor dem Unglück, springen wir auch wieder in der Zeit. 10 Jahre vorher, 5 Jahre vorher, zwischendurch sind wir auch mal 20 Jahre vorher. Das klingt jetzt komplizierter und verwirrender, als es eigentlich ist. Ganz am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, aber das löst sich alles auf. Man versteht daher eben die Geschichte, also wie sie Keller kennengelernt hat, den Mann, um den es geht, was ihr sonst noch passiert ist, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, in der Antarktis zu arbeiten. Und sie ist eben nicht nur Pinguinforscherin, sondern auch eine ganze Zeit immer als Expertin und als Guide auf diesen Kreuzfahrtschiffen. Und das fand ich natürlich wahnsinnig interessant und ich muss sagen, die Autorin hat da einen richtig, richtig guten Job gemacht. Also die Beschreibung, wie so ein Tagesablauf ist und überhaupt diese ganzen Szenen, die sie beschreibt. Ich kenne natürlich viele Orte, die sie dort anspricht und auch die ganzen verschiedenen Pinguinarten. Es geht um die Adelies, um die Chinstraps und so weiter. Das konnte ich halt alles ganz gut nachvollziehen. Deswegen bin ich vielleicht etwas sehr parteiisch bei dem Buch. Aber es hat mir so viel Antarktis-Gefühl zurückgegeben oder
ja, in mir wieder aufgeflammt, auch wenn die Reise jetzt noch nicht lange her ist. Falls ihr die Vlogs noch nicht gesehen habt, da gibt es eine Playlist. Auf jeden Fall fand ich das einfach so, so toll, das alles nochmal damit mitzuerleben, auch wenn es um noch mehr geht und das eine fiktive Geschichte ist. Die Autorin hat selbst schon mal eine Reise in die Antarktis gemacht, deswegen konnte sie da auch so unfassbar gut drüber schreiben. Und neben dieser Liebesgeschichte, die sich aufbaut, wo es dann auch herzzerreißend ist und die mir an sich gut gefallen hat, ist eben, wie ich schon sagte, sehr viel mehr drumherum. Man erfährt unfassbar viel über die Antarktis in die Geschichte eingewoben. Über die Geschichte der Antarktis, über Naturschutz. Was macht der Tourismus mit der Antarktis? Wo sind da die Zwiespälte, die Diskussionen? Wie sind die Touristen da? Wie geht es den Guides und so weiter? Man erfährt sehr viel über Pinguine, die Natur und auch die Reisebestimmung, was ich euch im Antarktis-Q&A alles so erzählt habe. Das steckt hier auch alles drin. Und das fand ich grandios. Also wer einen Roman haben möchte, der interessant, spannend ist, ein bisschen was mit Liebe auch zu tun hat, aber trotzdem auch ganz viel Informationen über die Antarktis bietet und das einfach in so einer schönen Romanform lesen möchte, das ist euer Buch. Also das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe eben eine Schnulze auf einer Forschungsstation erwartet und das ist es definitiv nicht. Auch wenn die Liebesszenen auch vorkommen, aber ich wiederhole mich, das macht dieses Buch nicht nur aus, es ist so viel mehr. Auch hat die Autorin die Atmosphäre richtig toll dargestellt. Also natürlich, weil ich dort war, konnte ich das noch mehr nachempfinden, aber es ist kalt, es ist Schnee, es ist eisig. Also definitiv ein Buch, was ihr super im Winter lesen könnt. Ihr könnt es immer lesen, also ich bin da jetzt nicht so. Aber für mich ist es auch so ein Winterbuch. Man ist zu Hause eingekuschelt in der Decke, hat einen Kakao oder einen Tee neben sich und liest halt von der Kälte in der Antarktis, vom Schnee, den schneebedeckten Bergen, den Pinguinen. Die Pinguine kommen doch recht oft vor, das hat mich sehr gefreut. Also die sind hier nicht umsonst auf dem Cover. Und diese Atmosphäre kommt richtig gut rüber. Und ich glaube auch, dass sie für Menschen, die noch nie in der Antarktis waren, gut rüberkommt. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich schon da war. Aber ich glaube, die Autorin hat das gut genug geschrieben, dass jemand, der noch nie da war, das auch gut nachvollziehen kann. Den kalten Winter hatten wir ja auch mal in Deutschland vor einigen Jahren. Es gab so viele Details, wo ich schmunzeln musste, dass dann Ingwer gereicht wird, wenn die Passagiere seekrank sind. Oder die Zodiac-Fahrten, die beschrieben werden. Die einzelnen Pinguine, die ich dann direkt vor Augen hatte. Also, und auch wie man dann an Land geht. Das war ja so ein richtiges Gefühl vom Wiedererkennen. Und deswegen habe ich das so, so gerne gelesen und auch recht schnell und flott weggelesen, weil es eben so ein tolles Gefühl für mich war und auch gleichzeitig spannend. Zum Ende werde ich jetzt nichts sagen, das müsst ihr selber lesen. Ich habe das ein bisschen vorausgeahnt, was da kommt, aber ich fand es nicht schlimm, denn so wie ich mir das vorgestellt habe, fand ich das Ende gut, weil so hätte ich es ungefähr auch geschrieben, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Also rundum ein gelungenes Buch, 5 Sterne von mir, weil es einen ganz besonderen Platz in meinem Regal bekommen wird, das werde ich nicht weggeben. Und was ich ganz cool fand, es gibt auf der Seite von der Autorin ein Buchclub-PDF, wo man ein Interview der Autorin hat, Fragen, die man sich danach stellen kann, wenn man in einem Buchclub das Buch liest. Da sind auch Bilder von diversen amerikanischen Buchclubs, die, ja, die da gepostet haben. Und da ist auch eine Landkarte dabei. Ich schau mal eben, ich glaube, ich habe die ausgedruckt. Genau, da seht ihr sie, da ist so eine Landkarte der Antarktis dabei. Das hätte ich mir gerne im Buch gewünscht. Das wäre richtig cool gewesen, weil man da eben sieht, wo das Schiff langfährt, auf dem Deborah ist. Also die ganzen ja, Gegenden kenne ich ja. Man sieht aber auch ja, den Südpol und eine Forschungsstation, in der das in der Vergangenheit auch spielt, auf dem Ross Ice Shelf. Und ja, hat so eine ganz gute Vorstellung, wo das spielt. Und ich sehe gerade, das ist das englische Originalcover, was ich ja so lala finde. Und jetzt möchte ich euch noch 1-2 Passagen vorlesen, damit ihr so einen Eindruck gewinnt, ja, wie der Schreibstil der Autorin ist. Und ich habe mir einige Textpassagen markiert, die ich gut fand. Ich erinnere mich an meine erste Reise nach Süden, auf der ich mehr Fotos knipste, als ich zählen konnte, weil ich kaum zu glauben wagte, dass ich noch einmal die Gelegenheit bekäme, diese Dinge zu sehen. Die schlanken Leiber der Pinguine, die so schnell durchs Wasser schießen, dass sie wie Mini-Orcas aussehen. Wie sie in Formationen springen und schwimmen, als wären sie am Himmel statt im Wasser. Wie sie in einem Wimpernschlag die Richtung wechseln. Langsam dringt die Kälte durch und alle schlurfen nach drinnen. In der Wissenschaft, in der Natur sind Vorgänge nachvollziehbar. Tiere handeln nach Instinkt. Natürlich haben sie Emotionen, Persönlichkeiten, sie können frech oder manipulativ oder absonderlich sein. Aber im Gegensatz zu Menschen fügen sie niemandem vorsätzlich Schaden zu.
Menschen sind eine gänzlich andere Sache und ich habe schon jung gelernt, dass den meisten Leuten Gemeinheit näher liegt als Freundlichkeit. Schon lange stelle ich mir Antarktika als lebendiges Wesen vor, wie die Erdgöttin Gaia. Die tiefen Atemzüge der Stürme, die wechselnden Mienen auf dem von Eis geformten Gesicht, die Adern aus Algen und Flora, die unter der schneebedeckten Haut überleben. Mehr als je zuvor scheint mir der Südkontinent viel eher Mensch als Ort, mit einem Temperament, das unberechenbar, erfindungsreich und ungezügelt ist. So viel also zu diesem wunderbaren Buch. Also nochmal vielen Dank an den BTB Verlag fürs Zusenden. Es bekommt einen besonderen Platz, 5 Sterne. Und wer Interesse an dem Buch hat, die Verlinkung findet ihr unten in der Infobox. Und damit beende ich jetzt diese Rezension und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Und macht's euch gemütlich, macht's euch warm und lest ein gutes Buch. Bis dann. Tschüss.